Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon's Prophet, die Open Beta. Da sind wir wieder in Hunak. Ja, wir machen jetzt mal weiter, müssen sie hinaus und die Alchemisten da draußen halt irgendwie, ja, töten und aufhalten halt eben. Ich weiß nicht, ich komme mit diesem Kampfsystem irgendwie nicht so ganz zurecht. Man muss nicht wirklich zielen. Irgendwie aber auch wieder schon. Ich komme damit einfach nicht zurecht. Aber vielleicht wird es ja mit der Zeit. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist halt eben hier schon ein bisschen anders als die anderen MMOs, wie man auch hier sieht mit Q, E, R, V und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Also macht dieses Game schon ein bisschen was anders, auch das Kampfsystem. Also man muss jetzt nicht anklicken oder so, sondern man haut einfach drauf und das visiert von selbst irgendwie an. Das ist schon da, wo man halt in welche Richtung man hinschaut. Das ist halt schon ein bisschen komisch dann. Es ist halt schon ein bisschen anders. Also da, wo man hinschaut, da greift man dann auch an. Ist eigentlich ein easy System, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen, ja. Und das, sich dran zu gewöhnen, ist natürlich nicht so einfach. Also jetzt müssen wir diese Alchemisten da töten. So, einer ist schon mal down. Wow, also mittlerweile kenne ich mich aus mit dem Kampfsystem. Das ist eigentlich wirklich extrem easy irgendwie. Also man muss einfach nur anvisieren, da wo man hinschaut. Schaue ich jetzt darüber, dann wird er angegriffen. Schaue ich darüber, wird er angegriffen. Also so funktioniert das Ganze hier. Okay. Oh, es ist zu spät. Es ist irgendwas, was ich brauche. Jetzt kommt sicher ein Wetter, riesengroßer Drache. Oh, fuck, was ist das? Eine Gifthydra. Bist du deppert? Meine Fresse. Wow, scheiße. Tötet die Gifthydra. Ja, sonst noch was. Okay, so stark ist die anscheinend gar nicht, aber riesig. Sie ist ein Riesenvieh. Da haben wir den noch weg hier schnell. Ja, und dann wieder auf die Gifthydra. Okay. Haltet doch auch einiges aus, das Dosevieh. Gegen wen kämpft es denn? Ah, gegen einen Typen da. Also er spielt ein bisschen Tank und ich mache hier den Damage. Okay, auf Q ist wahrscheinlich so ein Nahkampfangriff. Warte mal, ich bin doch wieder stärker. So. Alles auf Stärke reinhauen hier. Finde ich auch cool, dass man sich selber die Punkte irgendwie zuweisen kann. Das ist gar nicht mal so schlecht. Combos Kills gemeistert. Okay. Alles klar. Gut. Bringt sich jetzt auch nicht wirklich was. Okay, das große Vieh ist down. Would they send a venom hydra? Let's think for a moment. Your injuries have affected your combat, but I can still see the Osirian. What were those alchemists attempting to do? Nothing good. That we can know for certain. Oh, da brennt's ein bisschen. You need to stay here and defend these people. Brown, what's going on? I fear it's just the beginning. Ja, natürlich ist es erst der Anfang. Ich bin ja erst Level 2 oder 3 oder was ich bin, keine Ahnung. Was versteckt denn sich der Typ da? Was ist denn los mit dir, ha? Du stalkendes Arschloch da. Wart nur, wenn ich dich kriege, du Schweine. Okay, Hunak. Neues Achievement, gefallener Morgenstern. Alles klar, wir sind jetzt hier in dieser Stadt. Unten rechts gibt es ein typisches. Ja, ein typisches. Oh, die kann man aber sehr schön groß machen. Schaut mal. Gut, ich mach sie so. So, so passt schon. Gut, da gibt es natürlich alle möglichen Art Händler und Quests. Jetzt schauen wir mal, wie die Quests hier sind. Okay. Die Quests sind, also wie es aussieht, komplett Standard. Ja, wie kriege ich denn das weg jetzt hier? Warte mal. So. Okay, so kriegt man es weg. Alles klar. Gut. Gigs. Hallo, Gigs. Alles klärchen. Dann schauen wir einfach mal durch. Ihr seid also derjenige, der ich gehört habe, der Anto, zum Glück kommt ihr rechtzeitig. Blablabla. Ortswechsel. Ja, ja. No destination is unreachable. Aha, okay. Findet Barin. Naja. Okay, jetzt gibt es wieder noch mehr Quests. Okay. Please rescue us. Wieso sind denn die alle noch auf Englisch hier? Was soll denn das?
Keep your guard up. Ah, auf der Map wird angezeigt, was wir killen müssen. Schaut mal, alles rote Punkte. Das heißt, die brauchen wir, wie es aussieht, für die Quest. Naja, also bisher gefällt es mir nicht wirklich. Nee. Habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet davon, was ich gesehen habe, aber... Naja, es ist halt nicht so toll. Ich glaube, ich bleibe bei Guild Wars und Terra. Das sind meine zwei MMOs, die ich im Moment spiele. Da werde ich auch, glaube ich, bleiben. Für eine Zeit lang. Also dieses Game hier, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich toll. Schauen wir mal, wie das Schwimmen aussieht. Man kann ja auch hier auch schwimmen. Okay, das Wasser sieht dann mal schön aus. Das haben die mal gut gemacht. Okay, die Schwimmanimationen sind aber leider nicht so schön. Ja, schwimmen wir mal ein bisschen. Kann ich auch tauchen? Nein. Ihr habt eine mächtige Waffe gefunden. Okay. Na gut, das ist echt besser als was ich habe, oder? Ja, das ist besser. So, ausgerüstet. Alles klar. Gut, tauchen kann man hier nicht. War mir aber auch klar. Oh, man kann das sogar aus dem Wasser aus angreifen. Schaut mal. Brauche ich zwar gar nicht, aber ich töte sie mal dennoch. Ah, wer fällt man auf? Okay. Alles klar. Ja, typisches MMO halt eben, aber leider nicht so toll. Sieht okay aus, es sieht auch nicht wirklich gut aus. Aber auch nicht wirklich scheiße. Das ist irgendwo in der Mitte. Kommt aber an Terra leider nicht ran und Guild Wars. Das sieht man sowieso. Vor allem auch hier voll unlogisch, wie das Wasser da hinunter geht. Schaut mal. Naja, egal. Was bist denn du scheiß Riesenkrabbe? Komm her, kriegst du auf die Gosch. Mann, ich würde wieder mal gerne Krabben essen. Die sind so lecker, aber die haben so wenig Fleisch. Die greifen mich auch gar nicht an, die kommen gar nicht dazu. Okay. Da vorne haben wir den Priester oder den Magier oder keine Ahnung, was das ist. Was bist denn du? Warte mal, kann man das anklicken? Ja, wenn er mal stehen bleiben würde. Naja, egal. So, hauen wir mal diesen Typen da wieder. Diesen Riesen. Level 9, ich bin Level 5. Okay, ich mute mir da schon einiges an hier. Aber die gehen trotzdem leicht. Ich sehe da jetzt kein Problem dahinter. Schaut mal. Locker sogar. Ja, locker down gekriegt. 4 Level über mir, aber... Locker erledigt. Ah, man kann auch Nahkampf. Okay, wow. Alles klar. So easy geht das also. Ja. Nett. Aber mich haut nichts vom Ocker hier irgendwie. Okay, da kann man halt wohl in den Nahkampf gehen. Was haben wir auf 1? Haben wir greifen. Okay. Ich sollte von denen leider ein bisschen Abstand nehmen, weil sonst, ja, die hauen ordentlich zu, sind auch 4 Level höher als ich, aber die fallen auch extrem leicht, obwohl ich Level 5 bin. Fallen die extrem leicht. Ah, ich wollte doch ausweichen, Mann. Doch gedrückt. Ich hab doch aus Aufweisen gedrückt hier, weil ich habe balabalabalabalabala. Das war Trollsprache, oder was ist denn das? Eine Riese. Das war Riesensprache, war das? Jawohl, ich bin Level 6 und kann hier wieder Konstitution, Intelligenz, Charisma, Drachenmacht, Stärke. Ich will stark sein. Ja, ich werde ja hier eh nicht wirklich spielen, das Spiel, deswegen ist mir das wurscht, wie ich da meinen Charakter skille. Ich will es mir nur mal ganz kurz anschauen. Ich glaube, Stärke ist gar nicht mal so verkehrt beim Jäger, hm? Oder Windläufer, wie es hier, ne? Wie es hier heißt, ne? So, der ist auch down. Mann, wie easy das geht. Ja. Also, wenn man Bock hat auf Drachen, wenn einem Drachen gut gefallen, dann sollte man das Spiel auf alle Fälle mal anschauen. Aber es ist nicht so toll, Leute. Es ist nicht wirklich so toll. Ja, da spielt man lieber eine Runde Guild Wars oder Terra, Star Wars.
das hier ist nicht so prickelnd. Leider. Ich habe mir mehr erwartet von diesem Spiel. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, ja, für den First Look reicht das. Zwei Parts von Dragon's Prophet habe ich mir jetzt angeschaut. Ich hau es mir wieder von der Platte, mir gefällt es leider nicht so gut. Aber schaut es euch mal selbst an, vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht taugt es euch ja. Vielleicht mögt ihr das Spiel, mir gefällt es nicht wirklich. Leider nichts für mich. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Spiel oder sonst irgendwo. Haut rein. Tschüss.